Jo, liebe Leute, hier ist euer Tampa 6 und willkommen zurück zu einem weiteren Part von der Legend of Zelda Breath of the Wild. Zum letzten Part haben wir angefangen damit, den nächsten Titanen aufzusuchen. Ja, so gut sind wir jetzt eigentlich noch nicht vorangekommen. Wir haben aber auch zum Glück auch einen Schrein wieder abgeschlossen im vorigen Part. Und ja, jetzt geht's direkt weiter auf der Suche nach den nächsten Titanen, beziehungsweise nach dem nächsten Anführer. Bevor wir weitermachen, will ich hier das Bockbin-Lager überfallen. Oh Gott. Oh mein Gott. Wieder auf normale wechseln. Oh Gott, das ist noch mal ein stärkeres Vieh. Das Exalfoss-Schwanz. Oh Gott. Na, stirb. Jawoll. Exalfoss-Schwanz. Okay, was ist das? Starker Exalbogen. Alter, was sind das für Waffen? Wieso habe ich so einen schwachen Bogen ausgerüstet? Soldatenbogen mal weg. Dann rüsten wir den starken Exelbogen aus. Denn wir haben noch immer diesen Leumbogen auch. So. Exelding, Exelfoss-Sporn. Da waren es in ein paar Orgel. Trio. Alter, 36 Schaden. Oh mein Gott! Holzbogen, starker Bockbogen, ne, braucht man nicht. Oh mein Gott, seht euch an, wie wir aufgestellt sind. Okay, ich glaube, in dem Gebiet sollte ich noch nicht sein, habe ich irgendwie das Gefühl. So. Ritterbogen. 26. Ja, komm, Exalbogen weg. Jawohl. Für meinen Ritterbogen ausrüsten. So, wo geht's jetzt hier weiter? Das ist die Frage. Da rauf müssen wir auf jeden Fall. Warum ist auf jeden Fall schon der erste Turm? Wo sind die Wölfe? Ja, wollte ich gerade sagen, ob uns die angreifen. Ja, Wink, wie siehst du den bitte an? Ja, was ist los? Kommt her! Okay, die werden uns in Rudeln angreifen. Bekommen wir Edelwild. Ja, jetzt lauft er weg. Was sind das hier alles für Konstrukte? Okay, falsche Richtung. Genau. Ja, langsam kommen wir näher. Das Problem ist halt, ich weiß echt nicht, ob ich hier gerade von meinen Rüstungstechnischen her diesen Titanen aufsuchen sollte schon. Ich meine, das bei den Dingen war ja recht einfach, aber was ich hier bis jetzt für Waffen gesehen habe, das will ich mir nicht ausdenken, wie schwer das wird.
Allein schon, dass dieses eine Exalfos-Monster 36er Schadenwaffe gehabt hat. Ich glaube, da sind wir mit einem Schlag, glaube ich, down. Das ist... Na komm her. Die warten, bis wir einen Fehler machen. Was ist los? Was ist los, Was ist los? Na, was ist los? Wo jetzt greift er an? Cool gemacht, aber. Oh, da hinten ist so ein Titan, so ein Viech wieder. Exalfos mit so einem Splitzdingens. Ah, wir gehen langsam drauf zu, auf jeden Fall. Her mit dem Klettergeschwindigkeitsrüstungsteil. Das ist nochmal so ein Was haben die für Waffen? Müssen wir jetzt sehen, dass ich den nicht getroffen habe oder was? Alter, wir haben gerade richtig auf die Schnauze bekommen. Ja, Leute, ich glaube, ich werde von diesem Gebiet nochmal weggehen. Weil ich glaube, dass das Gebiet noch zu schwierig für uns ist. Alleine, was hier für Gegner mal dumm laufen. Allein das hier. Na gut, den wir jetzt mal versuchen noch zum Killen. Eindeutig noch zu schwierig für uns. Ich verschwinde. Oh mein Gott. Eindeutig noch zu stark. Stahlexalbogen 36. Exalfos Schwanz gelb. Nee. Eindeutig soll in dem Gebiet noch nicht sein. Alter Schwede. Nee, Leute. Ich würde sagen, wir werden einen anders aufsuchen. Ich denke mal, dass wir den nehmen werden. Weil die sind eindeutig noch zu stark. Eindeutig noch zu stark. Ja, dann machen wir was anderes. Das habe ich zwar zwei Parts gewastet für das. Es tut mir jetzt leid, aber das Gebiet ist noch zu schwierig für uns, eindeutig. Die Monster sind viel zu stark noch. Weil es hat auch keinen Sinn, dass wir uns da bis nach hinten durchkämpfen. Das hat, glaube ich, keinen Sinn.
Aber wenigstens haben wir einen Schrein mitnehmen können. Das ist die Hauptsache. Ja, ich weiß halt nicht, ob... Das ist jetzt natürlich ein blödes... Oh, das ist irgendwas weggefallen. Röstbarsch, lecker. Ja, natürlich habe ich da jetzt ziemlich viel gewastet auch, aber... So, in die Richtung müssen wir. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, aber das Gebiet ist, glaube ich, echt noch zu schwierig. Weil das hat einfach keinen Sinn. Also da müsst ihr mich auch verstehen, aber das hat einfach keinen Sinn, dass wir uns da so krass durchkämpfen müssen. Aber auf jeden Fall cool, dass da hinten da sieht man Faruta, der was aufs Ding rauf, auf das Ding zielt. Okay, ja, dann müssen wir da gehen, wie wir zu dem kommen. Dann müssen wir auf jeden Fall auch weit, weit, weit nach hinten. Vielleicht haben wir bei dem mehr Glück. Oder beziehungsweise ich hoffe es. Was macht denn der da? Okay, den braucht man nicht angreifen, der hat keine. Obwohl euer Command mehr nein. Das einzige Gute war jetzt, dass wir da richtig gute Waffen bekommen haben. Vor den Monstern dort. Was ist das denn da für ein Vieh? Alter Schwede, was ist das? Ist das der... Ja, also das ist, glaube ich, der nächste Titan, oder? Was zum Teufel ist das? Das hat auf jeden Fall von der Größe her sieht es aus wie von einem Titan. Okay. Da ist auf jeden Fall der nächste Turm. Was ist das? Verrostetes Schild. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber den Turm will ich da schon gern holen. Schrein in der Nähe. Das ist ein Turm. Ah, da ist auch ein Schrein. Fuchsi. Nehmen wir auch mit. Ich sollte nur, glaube ich, nicht so offen gehen, oder? Oh Gott. Oh mein Gott, da hinten ist so ein Wächter wieder. Den Turm will ich auf jeden Fall haben. Ja, da hinten ist er. Oh Gott. Hä? Ah, der ist schon der Schrein. Ja, machen wir den gleich, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal da sind, machen wir den nächsten Schrein direkt. So, aber das Wüstengebiet war eindeutig noch zu schwer. Ich nehme mal an, dass dort die Gerudos sind. Gewaltige Kraft. Okay. Genau, hinten ist der das Ende vom Dungeon.
Okay, ich sehe schon, was man machen muss. So, aber ich will aber nicht jetzt die ganze Zeit die Dinger verschwenden. Reicht das schon? Nee. Also jetzt muss ich wieder warten. Da oben ist noch eine Kugel. Meine ganzen Pfeile. Was hat das mit dem da oben zu tun? Moment mal. Ah. Wir müssen nämlich das von da oben irgendwie kriegen. Ah, das ist sowas. Ja, das habe ich mir gerade gedacht, nämlich man hat gesehen, dass das so ein Metallener war. Und jetzt, oder? Ja, genau. Wo, aufpassen. Boah. Da sind wieder solche Metalldinger. Glaube ich, einen aufhalten. Genau. Wow. Da kommt's her. Wächterschwert, 20 Schaden. Wir haben eindeutig zu starke Waffen. Aber ich werde trotzdem die starke Exolanze weg. So. Muschel. Was? Hat das gerade 50 Schaden gehabt? Oh mein Gott. 50 Schaden, Alter. Okay, da sieht man es auch eindeutig. Moment. Vielleicht mit mehr Wucht. Da irgendwie runterkriegen. Das kann man aber auch mit dem Metall. Oh, warte mal. Wenn das vielleicht darauf muss. Ah ne, ich verstehe schon. Man muss das dagegen schleudern, glaube ich. Muss man in der richtigen Position stehen. Ja, man trifft es halt schwer. Mann!
komm, es ist doch eh so einfach. Wir müssen das da so rüberschleudern. Ich habe halt die Sicht so schlecht. Nicht drauf. Nein, es geht nicht so. Kann man das vielleicht da? Aber man hatte doch die Lösung davor einen. Aber ja Leute, ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Ich werde jetzt mal offscreen das hier alleine weitermachen, obwohl wir könnten hier glaube ich auch Flammen anzünden. Sollte so glaube ich auch gehen. Wow. Ja, man braucht das gar nicht. Okay, nee, machen wir doch noch weiter. Ich es jetzt geschafft habe. Das ist nochmal ein Teil. Ritterschwert 26. Okay. Ja. Mir ist mein Wächterschwert weg. Jawohl. Ein paar Äpfel. Hier geht's weiter. War nicht schon wieder die. Oh. Echte Lanzen, die sind jetzt nicht wirklich stark. Was ist das jetzt hier? Boah! Nein. Ja Leute, ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Ich werde jetzt mal offscreen den Dungeon hier, den Schrein hier fertig machen. Und ja, im nächsten Part geht's dann weiter draußen. Bis dahin und weiterhin fantastisch, Leute. Ciao, ciao.